Ich habe aus einem kleinen Wohnzimmer angefangen, Livestreaming zu machen. Ich habe Spiele übertragen, zum Beispiel im Strategiebereich. Das war so mein Steckenpferd. Die ganzen Livestreams haben dazu hingeführt, dass ich mittlerweile Events in aller Welt produziere und auch das ganze Equipment selber habe. Also wirklich Fernsehtechnik und eigene Regien und wir das ins Internet live übertragen, teilweise aber auch tatsächlich ins Fernsehen. Es gibt Turniere mit knapp 30 Millionen Dollar Preisgeld in riesen Stadien. Ich sage immer gerne Community-driven. Wir sind wirklich das, was wir machen. Wir kommentieren auch teilweise noch wirklich von der Couch. Dabei ist das alles schon sehr American-Sport-lastig geworden. Anzug, Krawatte, Table, clean. Und wir sind dafür bekannt, kontrovers zu sein und leger und locker über Gaming und E-Sport zu sprechen. Einerseits können wir hier bei uns in der Location jede Menge zocken und einfach Spaß haben, gegeneinander antreten. Andererseits ist es aber auch ganz entspannt, einfach mal vorbeizukommen und ein Bier zu trinken. Meine Idee war von Tag 1 an, Menschen zu verbinden mit den gleichen Hobbys. Und das haben wir hier, glaube ich, sehr gut geschafft. Und das Computerspielen ist eben unser großes gemeinsames Hobby. Ich bin Dennis Gehlen, ich arbeite und lebe in Krefeld.